Ich grüße euch zu einem Auswahlorakel. Und zwar geht es darum, um deine Aktivierung. Wir hatten jetzt den Neumond, den Vollmond und jetzt haben wir Ende des Monats nochmal den Neumond. Und was möchte jetzt bei dir aktiviert werden? Wie immer, es ist ein allgemeines Reading. Fühl in dich hinein, spüre nach, welche Energie für dich stimmig ist. Wählst du auch einen Stein, entweder Stapel Nummer 1, mit diesen hier, oder die Pyramide, Stapel 2. Was ist jetzt wichtig für dich? Spüre nach, vielleicht ist auch in beiden Stapeln eine Botschaft für dich dabei, vielleicht auch gar nichts, dann lass die Energie weiterziehen. Manchmal ist es so, dann hat man was dabei und dann wieder nicht. Also, es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Entwicklungsstufe, Phase wir sind. So, wenn du halt eben noch nicht so weit bist, dann halte das Video an und spüre in dich hinein. Lass dich führen. Und der richtige Stapel, die richtige Energie wird dir gezeigt. So, dann fangen wir mal an mit Stapel Nummer 1. Was möchte bei dir aktiviert werden? Dann schauen wir mal, was hier jetzt wichtig ist für dich. Du hast Zadkiel an deiner Seite. Die Dankbarkeit, die Fülle. Wunderschön. Ganz toll. Vertrauen in den Plan. Also Vertrauen in den göttlichen Plan. Bade. Die Reise. Neue unterstützende Verbindungen. Das Feenreich, Zauberkraft. Wege der Verliebten, Öffnung, Verschmelzung, Einheit. Wachse in deiner aktuellen Situation. Freude, Tätigkeit, Feier des Lebens, Fülle. Nochmal die Fülle. Neue Wege, wage mutig den ersten Schritt. Planung, Partnerschaft, Fortschritt. Zärtlichkeit. Sehr schön. Bei dir geht es darum wirklich, hier wird die Energie quasi aktiviert, in den Plan zu vertrauen. Du wirst in eine große Dankbarkeit kommen, in große Fülle, sei es im partnerschaftlichen Bereich, mit einem Partner, der schon da ist oder ein neuer Partner oder auch im Beruflichen. Du hast hier sämtliche Unterstützung an deiner Seite. Wichtig ist es, dass du wirklich deinem Herzen folgst. Du bist gewachsen in den Situationen in der Vergangenheit und auch dafür wirst du sehr, sehr dankbar sein. Wichtig ist es aber auch, dass du gut zu dir selber bist. Und sobald du gut zu dir selber bist, kommt hier alles in den Fluss. Du begibst dich auf eine neue Reise in die Fülle. Du wirst dein Leben feiern, du wirst die Fülle feiern, du wirst dankbar sein. Hier kommen neue Wege und sei mutig, hier auch die Schritte zu gehen. Ganz, ganz wichtig, dann hast du hier die Zauberkraft an deiner Seite. Wende dich an die Feen. Dir stehen viele Wege zur Verfügung. Die Feen helfen in allen Belangen der Natur wie Nahrung, Fülle, Freude, Liebe, Gesundheit. Der Kontakt mit ihnen erfüllt die Seele und lässt sie in Glück erstrahlen. Und das wirst du.
sobald du hier absolut vertraust. Und die Öffnung, ganz, ganz wichtig, dich zu öffnen. Frisch verliebt zu sein ist ein wunderbares Gefühl. Spüre die Liebe, die in allem pulsiert. Lasse dich vom Leben verzaubern. Liebe ist immer da. Sehr schön. Also, und wie ihr wisst, wie ich immer sage, ist die Fülle in dir, fließt die Fülle auch überall. Und darum sei gut zu dir. Hier kommen super Partnerschaften, beruflich mit einer alten Partnerschaft, also ne, wo ihr schon ganz lange zusammen seid. Vielleicht arbeitet ihr auch zusammen oder halt mit neuen unterstützenden Verbindungen auf dich zu. Du kannst das Leben feiern. Sei mutig, hier auch wirklich neue Schritte zu gehen. Freu dich darauf, vertraue, denn hier wird etwas ganz Tolles aktiviert für dich. Sehr schön. Also ganz viel Kraft, Energie, ganz, ganz stark. Und man kann sich auch in einen, ne, in seinen Beruf, in seine Berufung verleben. Folge immer deinem Herzen. Hier kommt Wachstum rein. Ein ganz toller Weg. Vertraue, vertraue, vertraue in diese Reise. Der Engel des tieferen Sinns. Jede Situation, die passiert und jeder Mensch, der in dein Leben tritt, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Dein Engel wird dir helfen, diese Bestimmung zu entdecken. Auch wenn es sich für dich nicht gleich erschließt, es ist dein Lebensweg, auf den du gehst und alles hat seine Richtigkeit. Die Botschaft deines Engels, vertraue dir, dem Universum und deinen Engeln, so wirst du die Bedeutung irgendwann verstehen. Wunderschön. Sobald du dir vertraust, kommst du auch hier immer mehr in dein Wachstum. Das ist wichtig. Du hast ja dieses innere Wissen. Und freue dich auf das, was jetzt zu dir fließen möchte. Feiere das Leben, feiere dich und lasse alles fließen. Begib dich mutig auf deine neue Reise. Du hast die Unterstützung. Du wirst dankbar sein. Zadkiel ist hier an deiner Seite. Wenn du Unterstützung brauchst, ruf ihn an. Er wird dir hier helfen. Also super schön. Hoppala. So, was haben wir hier noch? Okay, ist noch ein Eis gefallen. So, die Berufung ruft dich. Du begibst dich auf deine Reise. Sehr schön. Dann haben wir noch die Heilung des Kindes. Das heißt, ganz, ganz wichtig, zu dir selber gut zu sein. Wichtig. Der Seelenpartner kommt und ist hier an deiner Seite. Das Urvertrauen, ganz, ganz wichtig. Vertraue in den Plan und lasse die Freude zu, die hier auf dem Weg zu dir ist. Und dann nochmal die Partnerschaft, ne? Beruflich, privat, wunderschön. Hier möchte absolut etwas in den Fluss kommen und hier möchten neue Wege gegangen werden. Das Ganze kannst du in Gelassenheit machen, denn es fließt zu dir, es wird aktiviert. Dann hast du nochmal Sandalfon hier an deiner Seite. Er trägt definitiv auch die Gebete zu Gott, also das, was du abgegeben hast in der Vergangenheit. Und ja, gib es ab. Lass dich unterstützen, denn hier wird ganz viel geöffnet, aktiviert. Folge immer deinem Herzen. Hast hier die Hoffnung, dass es jetzt in den Fluss kommt. Sei einfach du, sowieso auch immer wichtig, ne? Einfach du selbst zu sein, dich anzunehmen, wie du bist, gut zu dir zu sein. Und neue Projekte kommen hinzu. Also super schön. Das heißt, dass
ne, du mit anderen zusammenarbeitest oder halt eben du hier ja mit einem Partner, der schon da ist, zusammenarbeitet. Aber es bringt dich und dein Gegenüber, deine Berufung in die absolute Fülle. So, was haben Upsala, die Einhörner, dazu zu sagen? Sei gut zu dir. Beschenke dich heute selbst mit Wertschätzung und lieben Gedanken. Sage etwas Liebes. Warte, ich fange an. Ich liebe alles an dir, Einhornschmuser. Sehr schön. Also, ne, sei gut zu dir und dann kann und wird hier alles aktiviert werden. So, dann kannst du jetzt noch eine Frage für dich stellen. Vielleicht bekommen wir auch so noch eine Botschaft dazu. Du kannst deinem Engel also eine Frage stellen und wir schauen mal, was hier noch gesagt werden möchte. So, dann hätte ich gerne Dankeschön. Einen Engel loslassen. Ja, loslassen, loslassen alter Energien, ins Urvertrauen gehen und wenn du loslässt, kann deine Reise beginnen. Folge deinem Herzen, gehe ins, nicht nur ins Vertrauen, sondern ins Urvertrauen. Und das ist Urvertrauen, wenn wir loslassen und es fließen lassen. Denn hier möchte ganz viel Fülle kommen. Nimm dich an. Lass die Freude zu, sei gut zu dir und dann wird hier eine wunderschöne neue Aktivierung stattfinden. Dir wird hier geholfen, sei es in der Liebe, ne, sei es in der Berufung, die gelebt werden möchte. Lass alles Alte, negative Gedanken los und achte darauf, dass du gut zu dir bist und dann freue dich auf die neue Situation, die hier wachsen möchte und wird. Partnerschaften, neue Wege, sei mutig, die Fülle kommt zu dir, ne? Hier ist die Zauberkraft an deiner Seite, die Fülle ist doppelt an deiner Seite. Wachse, wachse, wachse. Und du wirst in dieser Zeit, in dieser Energie auch wachsen. Habe Vertrauen, habe Urvertrauen und begib dich auf deinen neuen Weg, auf deine neue Reise. Stapel Nummer 1. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit und sage bis bald, wenn du magst. Ich grüße Stapel Nummer 2. Ich trinke mal eben einen Schluck. Du hast dich hier für die Pyramide entschieden. Und dann schauen wir mal, was hier für dich wichtig ist. Was möchte aktiviert werden? Zatkiel ist an deiner Seite. Du hast die Sicherheit an deiner Seite. Sehr schön. Hanael, Mut. Toll. Aktivierung des vergangenen Lebens. Sehr schön. Lichtbringender Hirsch. Wow. Engel der Stärke. Professionelle Hilfe. Auch du hast die Hilfe an deiner Seite. Phönix, entzünde deine Leidenschaft, positive Erwartungen, Klarheit, Höhepunkt, Krönung, Vergangenheit, Schöpferkraft, Erleichterung, Hoffnung, Weiterfahren. Und das Herzensglück. Sehr schön. Stapel Nummer 2. Du bist in Sicherheit. Du kannst voller Mut vorwärts gehen. Bei dir wird ein altes Leben aktiviert. Das heißt Erinnerungen.
an all das Alte, auch das Gute, was du in vergangenen Leben erlebt hast. Du kommst jetzt in einen noch höheren Wachstum. Du warst eine Priesterin, ein Priester, der mit dem Licht, die mit dem Licht gearbeitet hat in einem Tempel. Und in diesem Leben kommst du zu deinem Höhepunkt. Das heißt, du kannst noch mehr rausgeben. Sei jetzt der, der du bist und nicht der du warst. Vielleicht hast du in der Vergangenheit immer, ne, das gemacht, ja, was man, ne, so gelernt hat hier. Aber es möchte jetzt wirklich deine Aktivierung stattfinden, dein wirkliches Leben zu leben. Du hast die Stärke an deiner Seite. Du bekommst ja auch professionelle Hilfe, wenn du sie brauchst. Dann such dir Unterstützung. Es bringt dich vorwärts, denn so kannst du deine Leidenschaft, die du ja hier mitgebracht hast, entzünden, und zwar mutig. Du hast zwei Engel hier an deiner Seite. Den Phönix, Hingabe, Sterben und Werden. Phönixzeit ist Wandlungszeit. Nimm Abschied, lasse los und übergib vergangene Ereignisse dem Feuer der Erlösung. Der, der du warst, bist du nicht mehr. Mit jedem Lebenskapitel wirst du immer zu dem, der du bist. Du bist absolut hier in deine Stärke gekommen, in dein Wachstum. Und hier möchte noch mehr aktiviert werden. Das wird dir auch immer klarer und du spürst es auch immer mehr. Und im Grunde genommen ist es auch für dich vorherbestimmt. Das Ganze bringt dir auch eine Erleichterung und hier kommt was in den Fluss. Und zwar kommst du somit auch in dein Herzensglück, in neue Energien. Und du kannst so viel Licht noch weitergeben, ne? Wirklich andere auch unterstützen. Wunderschön. Also ganz viel Lichtenergie und jetzt möchte es aktiviert werden, dass du wirklich zu deinem Höhepunkt, zu deiner Krönung kommst. Der Engel der Wahrheit. Die Wahrheit findet sich in allem. Sie ist Liebe, Vertrauen, Frieden und Weisheit. In der Vielfalt der Natur wirst du die reinste Wahrheit empfinden. Durch deinen Engel spürst du ein Gefühl der Verbundenheit mit der alten Quelle der Kraft und tiefer Weisheit. Du wirst merken, alles ist gut, so wie es ist. Wunderschön. Also hier wirklich, es ist die Wahrheit, dass es hier aktiviert werden möchte und darf jetzt. Also, na, nimm es an, lass es fließen, nimm es mutig an und erhöhe deine Energie. Also die wird jetzt mit dieser Transformation in dieser Zeit absolut erhöht, weil so viel Licht hier. Und beginne jeden Tag mit Dankbarkeit. Das hilft dir auch weiter. Du hast als Priesterin, als Priester auch mit Dankbarkeit gearbeitet und es bringt dich weiter. Heilung. Du hast geheilt, aber habe jetzt auch den Mut, andere zu heilen. Mit deiner Energie, mit deiner Kraft. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, dann hol sie dir. Du hast alles Gute verdient und das Herzensglück ist hier absolut bei dir. Du bist ein Heiler, eine Heilerin und du bist geschützt. Wenn du oft die Zahlen siehst, 444, sagt dir, ich bin geschützt in dem, was ich mache. Ich kann es machen, ich darf es machen. Es war früher so und jetzt darf es auch wieder so sein. So, was ist noch wichtig für dich? Du kannst mit Affirmationen sehr gut arbeiten. Verbinde dich mit der Natur, sie unterstützt dich. Loslassen, wirklich, ne, von dem, was du nicht mehr brauchst. Nochmal der Mut. Hanael unterstützt dich dabei. Und das Ganze bringt dich auch noch in deinen Wohlstand. Absolut
Perfekt. Wohlstand, absoluter Wohlstand ist dir hier gegeben, weil es bringt dich auch in deinen inneren Wohlstand. Es ist die Wahrheit, die Weisheit, die in dir lebt. Und hier kommt jetzt ganz viel Klarheit für dich hinein. Lebe deine Leidenschaft. Ganz, ganz wichtig. Das bringt dich echt absolut weiter. So, dann wollen wir noch mal schauen. Und zwar super schöner Weg für dich. Ganz viel Lichterhöhung und lebe es. Lebe es jetzt. Sei mutig. Dann kannst du dir jetzt eine Frage stellen. Vielleicht bekommen wir aber auch hierzu eine Antwort. Geh in dich. Derweil mische ich die Karten. Und dann schauen wir mal, was dein Engel dir antwortet, was für dich jetzt noch wichtig ist. Wow, so, da ist sie. Dann schauen wir mal. Entscheide jetzt. Entscheide dich jetzt, alles Gute zu empfangen, deine Energien zu erhöhen, es anzunehmen, ne? Diese Aktivierung des vergangenen Lebens. Erinnere dich an all die guten Energien, die da waren. Und entscheide dich, dein Feuer, deine Leidenschaft jetzt zu entzünden und diese in die Welt hinauszugeben. Du bist in Sicherheit und es fehlt nur noch deine Entscheidung. Und dann darf es hier weitergehen und weiter fließen. Wunderschön. Ich hoffe, ich konnte auch dir ein bisschen helfen. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit. Nutze die Energien, die in dir schlummern. Habe positive Erwartungen. Es kommt viel Klarheit rein. Es ist für dich vorherbestimmt, das, was jetzt kommt an Energien. Habe Mut und wisse, du bist geschützt. Du kannst viel in die Welt bringen und auch anderen viel Gutes tun, sei es durch Worte, Heilung, wie auch immer du magst. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.